Hallo Leute, herzlich willkommen bei Kochlust. Heute gibt es wieder ein gesundes Gericht, ein kalorienarmes Gericht, ein gutes Gericht für die zum Abnehmen, also mit Vitaminen und wenig Fett und Kalorien, sagen wir. Und heute haben wir viel aus der Tiefkühltruhe, Leute. Warum das? Wir haben hier Gemüsemischung, Karotten tiefgefroren. Warum habe ich die tiefgefroren? Weil im Winter, finde ich, ist das gefrorene Gemüse besser. Es ist wirklich, es steht ja hier auch oben, das kommt vom Feld, sofort wird das eingefroren. Und das ist meiner Meinung nach viel besser und hat mehr Vitamine, wie wenn ihr hier irgend so ein Gemüse kauft, was irgendwo von Paraguay mit solchen 4 PS LKWs hier raufgefrachtet werden. Und dann Fisch haben wir auch tiefgefroren, weil ist folgendes, wir haben hier weit und breit kein Meer und einen frischen Fisch, das ist meiner Meinung nach unrealistisch. Außer natürlich im Sommer die Forellen hier von unseren Flüssen und Seen, die esse ich dann frisch. So, und zwar habe ich hier ein Polardorsch-Filet Natur. Das ist wirklich ein super Fisch. Ich liebe diesen Fisch. Und den machen wir in der Pfanne ohne Fett, ohne alles. Ich möchte den nicht braten, ich möchte hier wirklich sparen. Und darum nehme ich Suppe. Da tue ich einfach, dass in der Pfanne so ein bisschen was drin ist, so halb voll. Haben wir hier gehabt, jetzt glaube ich, ein Viertel-Liter Suppe. Und zwar eine starke Suppe. Also eine richtig starke Suppe. Keine schwache. Dadurch spare ich mir das Würzen. Da kommt dann das ganze Gewürz hier rein. Weil wenn ich jetzt hier dieses tiefgefrorene Fisch würzen würde und dann ins Wasser, dann würde das Gewürz ja gleich wieder wegschwimmen. Den tue ich dann hier rein, schalte den Herd auf und tue dann einfach so, nicht kochen oder so leicht köcheln, so ein bisschen dahin dünsten lassen. Das gleiche machen wir hier mit dem Gemüse. Und beim Gemüse mache ich immer so, ich nehme das Gemüse, dass das alles stimmig in der Farbe ist. Das heißt, der Fisch ist weiß. Jetzt habe ich hier, ich mag sehr gerne Brokkoli, ich liebe Brokkoli, Brokkoliherzen und Blumenkohlherzen. Da habe ich jetzt ein bisschen grün und wieder weiß. Und da das Ganze dann zu langweilig werden würde auf dem Teller, habe ich noch ein paar Karotten, dass ich noch ein bisschen röte oder rot reinkriege. Dieses Gemüse nehme ich jetzt auch direkt so wie es ist und lege das hier in die Suppe rein. Das ist wirklich ein einfaches Ding, da braucht man nicht viel Töpfe, gar nichts. Dann nehme ich hier diese Babykarotten und auch diese Karotten. Ich koche jetzt nur genau eine Portion. Die tun wir hier auch in diese Suppe rein. So, der Deckel ist drauf. Das wird jetzt gekocht und dann haben wir schon alles. Für später brauchen wir dann noch eine Zitrone. Die haben wir gleich hergerichtet. Das hat mir mal jemand geschrieben, mit gutem Messer nie Zitronen schneiden, dann macht man das Messer kaputt, aber man muss ja irgendwie schneiden. Da kommt man jetzt nicht durch. Bei der Zitrone ist schön als Deko, wenn ihr hier so ein, das ist so blöd, ich habe heute meine Topfkamera, Leute, die ist weg. Warum? Der Akku geht nicht mehr. Also die schaltet jetzt immer nach 5 Minuten aus. Ich weiß nicht, das ist nach einem Jahr schon kaputt, finde das sehr schade. Liegt das vielleicht, weil ich habe sie wirklich, die ging wirklich pro Woche hier immer fast so eine Stunde und dann habe ich sie sonst ab und zu gebraucht, also ich habe sie wirklich viel benutzt und vielleicht ist da auch immer der Dampf, es ist da immer Dampf reingestiegen, keine Ahnung. Jetzt, ich muss eine neue besorgen, aber er kann ein bisschen dauern. Momentan ist leider der Klingelbeutel ein bisschen leer, weil die Waschmaschine auch noch Probleme macht, also kann das ein paar Wochen dauern, aber ich arbeite dran, dass wir hier wieder das Bild von oben haben. Ich werde euch das hier mal mit dem Handy zeigen, dass ihr hier so einen kleinen Blick habt von mir. Es ist wirklich schade. Sonst ist ja immer meine Frau auch hier, die könnte jetzt schön das Handy halten, aber die ist gerade nicht hier. Die ist gerade mit den Kleinen unterwegs. Also hier ist das Gemüse drin und der Fisch. Und hier die Zitrone, ihr seht ja, hier sieht man das ja, ich schneide da so Schnitte rein, ja. Und nachher, Moment, wenn das dann fertig ist, also das macht man so rundherum. Ich weiß nicht, ich glaube, ich habe es eh schon mal gezeigt in einem Video. Aber ich zeige es halt nochmal, ist ja auch egal.
Das ist nämlich wirklich eine schöne Deko, gerade bei Fisch. Das Ganze funktioniert natürlich auch mit Orangen. So, dann habt ihr hier unten gerade schnell das Ding wegschneiden, dass das schön steht. Und jetzt sieht das wirklich hier super schön aus. Seht ihr ja, habt ihr hier zwei schöne Sterne. Und das sieht auf dem Teller super aus. Hier kann man dann auch noch ein bisschen so ein grünes Petersil, so ein kleines Petersil-Büschelchen, also nicht die Blattpetersilie, sondern diese Büschel da reinstecken. Das sieht super aus und passt auch wirklich super zum Fisch. Jetzt haben wir hier die Deko, haben wir schon angerichtet. Dann haben wir eigentlich alles fertig. Jetzt müssen wir noch aufs Essen warten. Das werden wir jetzt ein bisschen vorspulen. Ich lasse das jetzt mal 5 Minuten da drin, dann drehe ich das Ganze um und dann nochmal 5 Minuten. Also wir sehen uns in 5 Minuten, Leute. So, Leute, das Ganze war jetzt circa 4 Minuten auf dieser Seite. Und jetzt drehen wir das Ganze mal schnell um. Und ich werde das versuchen jetzt, wie sich die Helmkamera oder nicht die Topfkamera wieder habe, so mit einer Hand ein bisschen zu filmen, damit ihr das auch ein bisschen gut seht. Jetzt wird einfach, das ist jetzt schwierig mit einer Hand, Moment kurz, ja, Moment, den Fisch umdrehen. So, die Karotten braucht ihr jetzt nicht gerade umdrehen, die sind ja eh bedeckt in der Suppe, die kleinen. Aber so wie diese Herzen, Blumenkohlherzen und Kaviolherzen, was hier raufstehen, Brokkoli, die dreht ihr einfach auch nochmal rum. Deckel drauf, dann lassen wir es nochmal 5 Minuten, dann ist das Essen schon fast fertig. So, Leute, das Essen ist fertig und wie immer, kaum das Essen fertig, ist die Frau schon am Start. Ja, 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 ja. Hast ein gutes Näschen gehabt, gell? So, und jetzt, warte, jetzt kannst du das mal filmen. Jetzt? Jetzt bist du hier meine Startklar. Kamera. Ja, alles startklar, super. Ihr seht, das Essen ist jetzt schon fast fertig. Wir tun jetzt hier den Fisch raus. Und diesen Fisch, den braucht man eben davor nicht aufdauen oder etwas, sondern den kann man hier so gefroren reintun, durchs Dünsten, da bleibt er richtig super saftig. Dann richten wir hier an, ach, das wird jetzt ein bisschen heiß. Wir tun schon mal die Suppe, die brauchen wir jetzt nicht mehr. Ich fülle mal deine Teller. Die trenne ich hier ab. Oder muss ich hier? Nein, nein. Okay. Fülle mal meinen Teller oder film dich. Nein, danke. Gibt es das auch beim Video auch? Beim Foto heißt es ja Selfie, nicht? Aber wie heißt es, wenn man sich selbst filmt? Melfi. Na, keine Ahnung. Kommst du auf Melfi? Ja, mein Wilfi, Video. Ah, Wifi. Ja, Wifi hat auch nichts mit Filmen. Nein, was? Ach, lass mich einfach. Dann decke ich hier jetzt schön an. Und du weißt ja, das ist meine Antwort auf dein kalorienarmes Essen. Du siehst, du hattest Reis. Ich habe nicht mal Reis. Ja, ja. Also ich habe komplett Kohlenhydrate gespart. Durch das habe ich noch ein bisschen Guthaben auf ein bisschen. Aber schöner angerichtet war meins. Meins ist ja noch nicht fertig. Also normalerweise, Leute, könnte man jetzt die Karotten, die sind ja immer gut, wenn man die ein bisschen karamellisiert. Das heißt, da würde ich jetzt ein bisschen Butter in die Pfanne tun, würde dann die Karotten rein und dann ein bisschen Honig drüber und das ein bisschen anglasieren. Das sind die wirklich super. Wir wollen uns das hier aber sparen und durch das, dass sie in dieser Suppe gedünstet haben, sind die super schmackhaft. Also das ist wirklich. Und jetzt kommt der Obertopping für den Fisch. Das ist besser wie jede Tomate, das ist Pizzasauce. Ja, also weil Tomaten könnt ihr gar nie so gute haben. Glaubt mir, die gekauften Tomaten, das ist in meinen Tomatensoßen und selbst eine heiße Diskussion, das ist nichts und hin und her, aber die sind einfach besser. So, jetzt kommt oben drüber Salz, brauchen wir gar nicht. Wir machen es auch noch salzarm. Ein bisschen Pfeffer über den Fisch und hier über diese zwei Gemüsesorten. Weißt du eigentlich, was das für Gemüsesorten sind? Ja, natürlich. Das ist Graukohl und das ist Sellerie. Ja, was bist denn du? Das ist Brokkoli. Babykarotten und Ding. Ein bisschen und Zitrone. Ding. Tun wir über den Fisch drüber noch. So. Dann haben wir, damit die Karotten ein kleines bisschen Süße haben, habe ich hier also nicht den normalen Balsamico, sondern den konzentrierten, ein bisschen der eingesüßte. Das tue ich hier ein bisschen über die Karotten.
Ja, so ein bisschen wurde viel. Kann passieren. Möchtest du meinen Finger ablutschen? Nein, danke. Und jetzt? Wo der Finger schon wieder war. Ja, ja. Und jetzt kommt hier über den Fisch so ein kleiner Klacks von dieser Pizzasauce. Weißt du? Das harmoniert bestens. Das weißt du ja, du hast das schon oft gegessen von mir. Schade, dass mit dem Balsamico, der so rausgeflutscht ist, sieht jetzt nicht schön aus. Und hier habe ich eben, weil ich komplett keine Butter benutzt habe, keinen Tropfen Öl, habe ich noch ein bisschen Käsegut. Weißt du? So, kannst du mich mal hier ranlassen? Wo ist jetzt mein Mikroplane-Reiber? Hier. Das kommt ein bisschen über den Brokkoli drüber. So. Moah. Sieht das nicht schön aus? Freust du dich schon aufs Kosten? Ja. Warte, ich tue das irgendwie fotografieren, dass man hier gerade diesen Balsamico nicht so sieht. Da habe ich ein bisschen daneben gebatzt. Naja, ist ja egal. Ihr wisst ja, Leute, wie es ausschauen sollte. So. Und jetzt darfst du kosten. Yippie. Also ich würde mir schon mal vom Fitnessaspekt für dieses Gericht 10 Punkte geben. Brokkoli. Ich liebe Brokkoli. Und durch diese Suppe, die starke Suppe, eben Leute, nehmt diese, also einen doppelt konzentrierter Karotten. Hast du gut gemacht, lecker. Passt auch super nach, gell, der Balsamico. Eben, kein Zucker, kein Honig an den Karotten. Dann ein Fisch mit dieser guten Pizzasauce. Wir haben alles drin, Eiweiß. Mmh, super. Mmh. Was ist jetzt besser gewesen? Deins letzte Woche oder das da? Beide lecker. Ehrlich? Sei ehrlich. Nein, nur eins muss besser sein. Warum? Ja, du musst dich jetzt für eins... Du hast auch immer tausende Lieblingsgerichte. Ja, aber du musst dich jetzt entscheiden, welches ist besser, das oder meines? Natürlich meines. Nein, es ist das lecker. Das besser? Ja. Das erste Mal, dass sie vor Kamera zugibt, dass ich was besser gemacht habe. Das ist Premiere. Es ist wirklich super, Leute. Und eben, viele immer kommentieren, wahrscheinlich wird jetzt auch wieder ein paar sagen, oh, was war denn das? Das war ja alles nur Tiefkühlkost. Aber wie gesagt, tiefgekühltes Gemüse, sagt euch auch SternTV und alle möglichen, ist sehr vitaminreich und gut. Meiner Meinung nach ist das auch besser. Außer es ist wirklich Sommer, man hat das Nein im Garten. Okay, Leute, bis nächste Woche. Tschüss. Tschüss.